Hallo, schön, dass ihr am Start seid. Basketball baut Brücken ist ein Projekt von Alba Berlin und dem Bildungsnetzwerk China, gefördert durch die Stiftung Mercator. Hier verbinden wir Basketball mit chinesischer Kultur, Sprache und anderen spannenden Themen aus und über China. Hi, 大家好, ich bin Bo. Und ich bin Kai. Heute haben wir auch zwei coole Gäste am Start. Amon, Edda, wollt ihr euch kurz vorstellen, bitte? Also, hallo, ich bin Edda, ich bin 16 Jahre alt. Ich trainiere und spiele in der zweiten Bundesliga und in der WNBL. Und ich freue mich heute, etwas über die chinesische Sprache zu lernen und euch wieder bei Paar Moves behilflich zu sein. Ja, hallo, ich bin Amon, bin 15 Jahre alt, spiele in der JBBL bei Alba und freue mich heute auch, etwas über die chinesische Sprache zu lernen und auf dem Feld etwas Neues auszuprobieren. Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Genau, heute geht es um das Thema Basketball in China. Unter anderem werdet ihr eine chinesische Basketballlegende kennenlernen und noch was Besonderheiten über Basketball in China. Aber seit wann wird eigentlich in China Basketball gespielt? In China wurde Basketball von jungen Amerikanern in den 19. Jahrhundert eingebracht. Zuerst in Shanghai, aber es wurde schnell rasant in ganz China ausgebreitet. Es gibt insgesamt mehr als 300 Millionen Menschen in China, die Basketball spielen. Das chinesische Nationalmannschaft gehörte auch zu den besten Basketballmannschaft in Asien. Ja, cool. Gerade wo du die chinesische Nationalmannschaft ansprichst, Amon, kennst du vielleicht eine chinesische oder eine bekannte chinesische Basketballspielerin oder einen bekannten chinesischen Basketballspieler? Ja, Yao Ming würde mir da einfallen. Ja, Yao Ming, weißt du auch, wo er gespielt hat? Bei den Houston Rockets, oder? Ja, genau. Yao Ming hat von 2002 bis 2011 bei den Houston Rockets in der NBA gespielt. Angefangen hat er seine Karriere bei den Shanghai Sharks. Ein Team, das er nach seiner aktiven Karriere auch erworben hat, er allerdings verkaufen musste, weil er nicht bloß das Team geleitet hat, sondern seit 2017 leitet er auch den chinesischen Basketballverband sowie die Profiliga, die CBA. Yao Ming war mit 2,29 Meter lange Zeit der größte Spieler in der NBA. Hier im Bild ist er zu sehen mit Alba-Präsident Dr. Axel Schweitzer sowie Alba-Legende und Vizepräsident Henning Harnisch sowie unserem China-Korrespondenten in Hongkong, Thomas Vogel. Wow, der Größenunterschied ist echt beeindruckend. Aber gab es nicht auch einen chinesischen Spieler bei Alba? Ja, Dai Hao. Für 3 Jahre war er ungefähr bei Alba. Basketball hatte mittlerweile in China wirklich große Popularität gewonnen. Habt ihr schon mal von einer Serie Dunk of China gehört? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Und Kai, du? Ich habe davon gehört und noch mal kurz reingeschaut, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr davon erzählen. Ja, sehr gerne. Dunk of China ist eine Reality-Show, in der Amateure und auch junge Spieler mitmachen kann und natürlich auch hoffen, als Profispieler entdeckt zu werden. Dabei unter anderem werden auch Profi-Basketball und auch Popstars mitgemacht, die sozusagen in der Serie verschiedene Rollen übernehmen. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass unsere Jungen aus Alba Berlin wurden auch zu dieser Serie in China eingeladen. Ja, lass uns das mal reinschauen. Basketball spielt oft eine große Rolle in chinesischen Medien. Formate wie Dunk of China generieren Millionen von Views. Ich habe letztens, oder schon ein bisschen her, aber ein beeindruckendes Video eines einarmigen jungen chinesischen Spielers, Zhang Jiacheng, gesehen. Und es ist echt beeindruckend, wie er, also nicht nur mit einem Arm, sondern auch so ist es beeindruckend, was er für Dribbling-Moves drauf hat. Vielleicht können wir uns das mal jetzt auch anschauen. Ja, das Video habt ihr auch schon mal gesehen. Wirklich sehr berührt von der Story. Ja, und lasst diese Inspiration gleich packen und selbst ein bisschen dribbeln. Aber erstmal haben wir noch hier ein kurzes Video von Peyton Siva, lange Jahre Point Guard bei Alba und bekannt für sein gutes Ballhandling. Thank you.
Also wir haben ja jetzt das Video gesehen, wir werden nicht genau den gleichen Move machen. Ich werde euch einen ähnlichen Move zeigen. Diesen Move kann man auf zwei verschiedenen Arten machen. Einmal, um den Verteidiger zu täuschen und einmal nur als Hesitation sozusagen aus dem Stand. Der erste ist der Wraparound und der zweite ist der normale Behind the Back. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Guckt euch bitte nochmal das Video an. Und probiert es doch dann selber aus. Das sah echt professionell aus. Ja, danke euch für die Demonstration. Fassen wir nochmal zusammen. Heute haben wir was gelernt über chinesische Basketballgeschichte und Kultur. Und über berühmte Spieler aus China. Und dass China auch sehr populären Basketball hat. Und ihr habt noch einen Move gelernt, den ihr vielleicht sogar in der Zukunft auf dem Spielfeld benutzen könnt. Ja, das werden wir bestimmt noch fleißig üben müssen. Ja, und wenn ihr mehr über Basketball in China erfahren wollt, klickt einfach den Link. Danke euch. Danke, Bo. Danke, danke Edda. Danke, Amon. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bye-bye.